Willkommen bei Ground & Pound TV. Elias Stefanescu gerade vor Ort auf der FIBO beim SEC Plus Stand. Hier geht gerade wirklich einiges ab. Und an meiner Seite Katharina Lehner, die nicht umsonst hier steht, sondern gerade bei der DGL die deutsche Einzelmeisterschaft geholt, plus 60 Kilo. Ja, herzlichen Glückwunsch, muss man glaube ich erstmal sagen. Nicht nur dafür, sondern dein Geburtstag war auch vor 2,5 Tagen sozusagen. Und konntest dir dann heute vielleicht ein extra Geschenk machen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich freue mich riesig. Ich bin auch noch erkältet, habe heute Morgen auch überlegt, ob ich überhaupt starte. Ja, bin jetzt super happy, waren super Fights, hat Spaß gemacht, nette Mädels kennengelernt. Und ja, das war so das Geburtstagsgeschenk an mich noch. Ja, der Start hat sich offensichtlich gelohnt, wie man hört. Du musstest drei, glaube ich, recht starke Gegnerinnen besiegen, um dann am Ende den Pokal an dich reißen zu können. Kannst du es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen für uns, ja, wie es gelaufen ist von Kampf 1 bis 3? Ja, also der erste Kampf war ja gegen die Andrea, die kenne ich schon. Da wusste ich, mein Ring ist besser, deswegen viel, also Takedowns geholt, Position gehalten und ja. Der zweite Kampf war meiner Meinung nach der schwierigste. Also sie war wirklich sehr kräftig auch und technisch sehr gut. Und den dritten Kampf ja, konnte ich auch durch Punkte dann gewinnen. Sie war auch sehr kräftig, aber ja, hat nicht gereicht. Also trotz Krankheit, wie man gehört hat, gerade die Ausdauer gehabt, jeweils immer über die Runden zu gehen, ja? Ja, also Ausdauer ist, wenn man will, finde ich nie ein Problem eigentlich. Also ich wollte nicht verlieren, ich wollte unbedingt gewinnen und ja. Ja, tolle Sache. Ich glaube, unter so einem Publikum ist es dann umso schöner zu gewinnen. Ja. Ich frage dich jetzt natürlich ein bisschen in Richtung MMA gehend. Was glaubst du, hat dir das gebracht, jetzt hier heute beim Grappling quasi nochmal Erfahrung zu sammeln und dann eben auch ein paar Siege einzuholen? Wie bringt dich das weiter im MMA? Ja, also eigentlich hätte ich auch gern gegen die Judith Ruiz gegrappelt, weil diese voraussichtlich meine Gegnerin ist für die nächste Veranstaltung. Sie ist leider am Anfang rausgeflogen, kam nicht zustande. Aber ich versuche einfach immer jedes Turnier mitzunehmen, so viele Open Mats wie möglich, weil das ja, einfach Erfahrung sammelt fürs MMA. Ne? Also ich finde, jede Erfahrung bringt einen natürlich weiter. Ne? Hat es dir vielleicht was gebracht, zuzuschauen, wie deine Gegnerin kämpft? Du hast sie angesprochen, bei der Young Blood Night wirst du höchstwahrscheinlich gegen sie kämpfen, wenn ich es richtig verstanden habe. Konntest du schon ein bisschen was sehen? Ja, also sie ist auf jeden Fall auch sehr kräftig, technisch ganz gut. Heute, glaube ich, war nicht so ihr Tag, was ich so gesehen habe. Also bei dem letzten Turnier war sie um einiges besser, so habe ich das in Erinnerung. Ja, aber ich will gegen sie kämpfen, so bald wie möglich und ja, bin bereit. Ja, Grappling ist eben nicht ganz MMA sozusagen, wenn Schläge und so weiter noch dazukommen. Ist das Game anders? Steht der Kampf denn offiziell schon, also mit dem Datum fest? Kannst du uns da schon was sagen? Also es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber wahrscheinlich Ende Mai wird der Kampf stattfinden. Okay, dann drücken wir dir dazu erstmal die Daumen. Gratuliere nochmal herzlich für deinen DGL-Sieg. Und dann würde ich sagen, wenn du noch was loswerden willst, du weißt, jetzt hast du die Möglichkeit. Ja, also ich danke natürlich vor allem meinem Coach Mike Küppers. Ist meiner Meinung nach der beste Trainer im Grappling. Ja, mein kompletten Team, an Khalid Taha, der mich heute gecoacht hat. An ja, die ganzen Jungs und all meine Freunde, die heute da waren. Und dir fürs Interview. Dankeschön. Super, sehr, sehr gern. Bis bald.